meine lieben Cancun-Gourmet-Freunde und Gäste im neuen Filiale in Cala Ratjada. Ich bin's, eure Sandra, und möchte euch gerne unseren Gin präsentieren, den Cancun-Gourmet-Gin. Eigenproduktion aus Mandarine und Pfirsich, ist ein bisschen süßlicher, sieht auch ganz, ganz toll aus. Ich mache mir die Mischung mal, wie ich sie immer gerne habe. Tue in ein schönes Gin-Tonic-Glas 3 Eiswürfel rein, tue ungefähr 5 cl von dem Gin rein, das ist nachher so eine Erfahrungssache, ne? Dass man das ungefähr hat. Man kann mehr oder weniger reinmachen, wie es eben angenehm ist. Und gefunden das schöne Original Tonic in Blau, ist ein bisschen mit Zitrus, passt auch unheimlich gut. Und einfach wirklich schön gießen. Umrühren braucht man dadurch nicht, weil man es ja dann ein bisschen schräg eingeschenkt hat. So sieht unser toller blauer Gin Tonic aus. Was da jetzt eigentlich auch noch zugehört, könnte man zu Hause machen. Gefrorene Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren einfach aufspießen auf einen kleinen Stick und dann noch rein und dann genießen. Alles, was rote Früchte anbelangt, passt unheimlich gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Salut, eure Sandra.